Die RGB-LED. Ein ESP32-Controller steuert eine RGB-LED an. RGB steht für Rot, Grün, Blau. Ein einfaches Programm ist, die Farben Grün, Rot, Blau sollen jeweils von dunkel bis hell leuchten. Die RGB-LED gibt es als klare oder diffuse LED. Sie hat 4 Anschlüsse. Hiervon benötigen wir jetzt 3 Anschlüsse. DIN gleich Data In, VDD mit 3,3 Volt und Ground. Data Out wird nur dann benötigt, wenn weitere LEDs in Reihe geschaltet werden. Die Schaltung wird zunächst in Fritzing entworfen. Es werden alle Grounds verbunden. Dann die 3,3 Volt und G2 mit dem Data In. D-In, Data-In, wurde von G15 auf G2 verlegt. G15 kann dann später für das Debugging, die Fehlersuche, verwendet werden. Das Signal hierzu heißt MTDO. Das Programm? Zunächst selbstverständlich, wann, wer, was. Als Bibliothek wird die Adafruit NeoPixel eingebunden. Der Datenausgang vom ESP32 liegt auf Pin 2. Auf dem Developer Kit ist dieser Pin mit G2 bezeichnet. Und zur weiteren Verwirrung in vielen Unterlagen mit GPIO2 bezeichnet. Weiterhin ist die Anzahl der LEDs festzulegen. Der Konstruktor initialisiert diese Daten und die Frequenz mit 800 kHz. Die 800 kHz resultieren aus den Daten der RGB-LED. Zur Erinnerung, die Periodendauer T ist gleich 1 durch F gleich 1 durch 800 kHz, das entspricht 1,25 Mikrosekunden. In der Loop werden zunächst die einzelnen Farben als Char-Werte definiert. Über die Variable I wird die Intensität gesteuert. Diese läuft von 0 bis 254. Mit pixels.setPixelColor leuchtet die nullte LED in verschiedenen Helligkeiten, da die beiden anderen Farben auf 0 gesetzt wurden. Mit pixels.show wird die LED wieder neu beschrieben. Damit das Ganze in einer sinnvollen Geschwindigkeit abläuft, wurde 20 Millisekunden für jeden Schleifendurchlauf gewählt. Die gleiche Prozedur erfolgt jetzt mit Blau und Rot. Jetzt können auch Sie mit mehreren LEDs mit 2812-Protokoll arbeiten. Viel Spaß dabei!